So sah es hier schon mal aus. Hast du auch gepackt und wolltest für immer gehen. Erinnerst du dich? Ja. Es war kurz vor meinem Unfall. Du hast mir gesagt, dass du mich nicht heiraten willst, weil du mich nicht mehr liebst. Ich dachte, ich müsste sterben. Aber du bist geblieben damals. Damals habe ich gedacht, dass ich ohne dich nicht leben könnte. Was denkst du jetzt? Ich kann. Ich muss ohne dich leben. Heute früh hast du noch gesagt, dass du mich liebst. Weißt du, eine Zeit lang, da war mir alles recht, solange du nur bei mir warst. Ich habe sogar hingenommen, dass du an Laura gedacht hast, während ich in deinen Armen lag. Das ist vorbei, das ist längst vorbei, ich bitte dich. Ich kann nicht mit einem Mann zusammen sein, für den ich nur zweite Wahl bin. Das bist du nicht. Ganz und gar nicht, Katharina, bleib da. Bitte, lass es uns noch mal versuchen. Ich tue alles, damit es gut wird. Wir hatten unsere große Chance. Wir haben sie verpasst. War es das also? Weißt du, was mir wehtut? Dass ich mit Sven geschlafen habe? Ich glaube, das könnte ich sogar verstehen. Ich könnte es auf jeden Fall verzeihen. Nein, dass du unsere Ehe einfach aufgibst, dass du mir nicht mal die Chance gibst, dir zu zeigen, wie wichtig du mir bist. Ich gebe unsere Ehe nicht einfach auf. Du glaubst gar nicht, wie schwer das ist. Warum probieren wir es dann nicht nochmal? Weil es keinen Sinn hätte. Wir kommen gemeinsam nicht mehr weiter. Katharina, jede Krise ist auch eine Chance. Wir müssen uns bemühen, wir müssen gemeinsam. Mach's uns doch nicht unnötig schwer. Ich will das alles hier aufgeben. Ich muss neu anfangen. Ich komme mit. Was? Ja, ich komme mit. Wenn du irgendwo hin, wenn du neu anfangen willst, ich gehe mit dir, wohin du willst. Du willst alles aufgeben? Ja. Ich meine, das Hotel, die Familie. Das ist doch unwichtig. Du bist wichtig, Katharina. Wirklich, ich gehe mit dir bis in den Südpol, wenn du das möchtest. Alexander. Katharina, ich liebe dich. Gib uns eine Chance. Wir gehen weg. Wir fangen ganz neu an. Das meinst du nicht ernst? Aber natürlich, wir gehen weg von hier. Wir lassen alles hinter uns, den Fürstenhof, alles. Das wollten wir doch schon mal, Alexander. Katharina, diesmal ist es mir ernst. Wir lassen alles hinter uns, wir fangen irgendwo ganz neu an. Alexander. Als wäre nie was gewesen. Als hätte es Laura nicht gegeben, als hätte es Sven nicht gegeben. Aber wichtig ist nur eins, dass wir beide zusammen sind. Hey. Du hältst mich schon wieder von der Arbeit ab. Du verführst mich zu schwänzen. Du fährst ständig nach Italien. Ich war 3 Tage in Italien und das hochoffiziell. Ich weiß überhaupt nicht, was du mir vorwirfst. Ich werfe dir vor, dass wir am helllichten Tag spazieren gehen und dass wir wie Teenager in irgendwelchen Gästezimmern knutschen. Gut, okay, bitte schön zurück und die verplemperte Zeit wird nachgearbeitet. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich mich auf heute Abend freue? Was ist denn heute Abend? Du? Wärst du mir böse, wenn ich dir einen Korb gebe für heute Abend? Wieso? Ich weiß nicht, als ich vorhin Tanja getroffen habe. Ich bin schon sehr froh, dass ich sie wieder habe. Dass sie nicht mehr böse ist wegen dir. Ach, und das willst du jetzt dringend mit ihr feiern? Bisschen. Wäre das in Ordnung? Ich kann dir ja eh nichts abschlagen. Vorfreude ist doch auch was Schönes. Vorfreude? Worauf? Auf morgen. Und übermorgen. Und übermorgen. Und nächste Woche?
Und nächstes Jahr? Ja. Und die nächsten 100 Jahre? Ich kann es nicht glauben, dass du alles hier aufgeben willst. Los, komm. Was? Na los, komm, wir gehen. Jetzt sofort? Natürlich sofort. Gepackt hast du ja schon. Alexander, du bist verrückt. Was ist? Ja oder nein? Gehen wir oder gehen wir nicht? Ich weiß es nicht. Du liebst ihn, ja? Du liebst ihn mehr als mich. Nein, es hat nichts mit Sven zu tun. Was ist es dann? Es fühlt sich einfach nicht richtig an, Alexander. Was soll das heißen? Ich kann es nicht beschreiben. Dann denk darüber nach. Denk ganz in Ruhe darüber nach. Ich habe gesagt, was zu sagen ist. Und ich meine es sehr ernst. Melde dich, wenn du klar siehst. Wo willst du hin? Ich schlafe bei Robert, wenn er mich lässt. Lässt mich also im Stich. Robert, Mensch. Ich habe so lange auf alles und jeden Rücksicht genommen. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich muss um meine Ehe kämpfen. Ich finde es toll, was du machst. Genau das Richtige. Auch wenn das heißt, dass du mich alleine lässt. Hey. In diesem Irrenhaus. Ganz im Ernst. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das in Zukunft mit Vater machen soll, was aber nicht heißt, dass du bleiben sollst. Ist danke. Auf dich und auf Katharina und auf die Welt, die auf euch wartet. Wenn es dann klappt. Ja. Wieso denn nicht? Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Angst, dass Katharina... Was? Dass er sich in diesen Maler verliebt hat? Bis vor ein paar Tagen hätte ich das nicht mal für möglich gehalten und jetzt plötzlich... Ach, das ist doch Unsinn, sie wollte immer hier weg. Wegen Laura. Und jetzt kriegt sie endlich, was sie will. Du wirst doch nicht glauben, dass sie sich jetzt an den Hals von diesem Maler wirft. Tja, hoffentlich hast du recht. Ihr beiden habt so viel durchgemacht. Katharina ist nicht der Typ, der kurz vor dem Ziel die Flinte ins Korn wirft. Du glaubst also, es ist noch nicht zu spät. Ich glaube, dass das, was du tust, ein riesiger Liebesbeweis ist. Katharina weiß ganz genau, wie sehr du am Fürsten umfängst. Und morgen wirst du sehen, du wachst auf und pam, es liegt eine ganz neue Welt vor dir. Danke, Bruder. Sag mal, kann ich heute Nacht vielleicht bei dir schlafen? Nur wenn du nicht schnarchst. Es dürfte gehen. Man stolpert über einen Mann wie Christian und plötzlich ist alles so einfach. Als ob es auf der Welt keine Probleme mehr gäbe. Oh, ich finde, so könnte es bleiben. Na, wartest auf das Glück deines Lebens. Was? Achso, ich vergaß. Liebe macht dir bekannt, ich blind und taub. Wartest du auf Christian, oder? Nein. Was machst du denn hier? Ich warte auf dich. Auf mich? Mhm. Ich dachte, du triffst dich mit Mr. Wonderful. Du glaubst dann wirklich, dass ich das zulasse, dass du das alles alleine aufwisst? Heißt das? Wir feiern. Ja, was mit Christian? Dem habe ich einen Korb gegeben. Meinetwegen? Ja. Ich glaube es nicht. Ich habe dir gestritten, ey. Nein. Nur weil ich verliebt bin, heißt das ja nicht, dass ich keine anderen Leute mehr kenne. Ja, das will ich dir auch geraten haben. Oh, ich habe jetzt richtig Lust auf einen Mädchenabend. Ja, dann nicht so los. Komm. Aber eine Frage habe ich schon noch. Ist Christian jetzt allein mit Helen zu Hause? Ja. Das ist kein Problem. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen. Sie ist wirklich in Ordnung. Sie bemüht sich. Ja, das ist doch schön. Na gut, wenn du sagst, ich habe eben gern Hunger. Ich auch. Ja, genau. Sander, gut geschlafen? Geht dich nichts an. Morgen, Maxim. Ich hasse diesen Mistkerl. Was ist denn los? So schlimm ist er nun auch wieder nicht. Schlimmer. Meine erste Amtshandlung, wenn du weg bist, wird sein, diesen Typen hier rauszuschmeißen. Was soll denn das bitte? Hey, ihr meint... Ohne ihn hätte ich nie erfahren, dass meine Frau mich betrügt. Also. Du glaubst doch nicht, dass dein reizender Schwager damit nicht irgendeine Absicht verfolgt, oder? Was ist denn für eine Absicht? Keine Ahnung. Aber Tanja hatte recht. Irgendwas hat der Kerl vor. Ist doch egal.
Wenn wir hier weg sind, dann übernimmst du das Regiment und schmeißt ihn sowieso raus. Stimmt. Warst du schon bei Vater? Nein, noch nicht. Es wird ein harter Brocken für ihn. Ich glaube, ich soll es ihm gleich sagen. Na, sitzt du wieder die Röschen am Blumenkohl? Was machst du hier? Du hast heute Morgen frei. Ich habe erfahren, dass es hier einen Chefkoch gibt, der großartige Pasteten macht. Lass mich raten. Dein Kerl liegt völlig entkräftet im Bett und du willst Pastete klauen gehen, damit ihr was zum Frühstücken habt. Das zweite stimmt, das erste weiß ich nicht. Ich habe den Abend bei Tanja verbracht. Oh, dann weißt du auch schon das Neueste. Was denn? Stimmt, Tanja kann es ja gar nicht mitgekriegt haben. Alexander will den Fürsten nur verlassen. Was? Wo will er denn hin? Keine Ahnung. Irgendwo hinaus in die weite Welt. Er will irgendwo mit Katharina neu anfangen. Er will mit ihr zusammen weggehen. Ja, wenn sie ja sagt. Ich denke, es ist Alexanders letzte Chance, seine Ehe zu retten. Glaubst du, es funktioniert? Weiß ich nicht, aber ich kann mir keinen größeren Beweis für seine Liebe vorstellen. Du machst doch keine Dummheiten, oder? Was denn für Dummheiten? Naja, schließlich bist du der Hauptgrund, warum Katharina in letzter Zeit nicht gerade glücklich war. Das ist dir doch klar, oder? Lass die beiden einfach gehen, ohne dich einzumischen. Ja, ich wünsche mir auch, dass sie glücklich sind. Wirklich. Kann ich die Pastete mit den Pfefferkörnern nehmen? Lass mir noch was übrig. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Es fällt mir nicht leicht, Alfons, wirklich nicht. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe mein ganzes Leben im Fürstenhof verbracht. Es geht nicht anders. Das verstehen Sie doch, oder? Hey, Alfons, ich bin mir sicher, Sie werden sich gut um den alten Kasten hier kümmern. Ja, das werde ich, ganz bestimmt. Aber du, ich meine, Sie werden mir fehlen. Alexander, sehr sogar. Ja, sie mir auch, Onkel Alfons. Und bitte denken Sie immer daran, ganz egal, was mein Vater sagt. Sie sind die Seele des Fürstenhofes. Ja, herein. Störe ich? Nein, natürlich nicht. Komm rein. Und wie sieht's aus? Kann ich packen? Du bist also nach wie vor fest entschlossen, ja? Ja, sicher, nach wie vor. Glaubst du wirklich, dass wir nochmal zusammen glücklich werden können? Soll das heißen, du sagst nein? Ich kann jetzt nicht mit dir weggehen, Alexander. Wegen diesem Maiwald, stimmt's? Wenn ich es jetzt nicht versuche, dann... Was willst du denn versuchen? Ach so, du willst ausprobieren, ob du mit ihm glücklicher bist als mit mir.